So. Wir legen uns jetzt erstmal pennen und dann werde ich hier einfach mal ein bisschen was zu essen anfertigen. Merkwürdige Sache. Jetzt habe ich nicht geguckt. Muss das denn gebraten sein? Nee, das kommt roh rein. Geile Sache. Rohes Steak, wo ist das Salz? Hat jemand das Salz gesehen? Habe ich Salz hier reingemacht? Ne, wo ist denn unser Salz? Scheiße. Salz? Salz! Da ist das Salz, okay. Zack, zack, und, wo haben wir's? Ach, fuck it. So. Jetzt weiß ich nicht, ob das hier reinkommt oder ob ich das in dem anderen Werkzeugkasten da drüben machen muss. Nein, Beef Jerky, geil. So, das bringt uns noch was. Oh, es sättigt immerhin. Oh, Kühe, ich liebe euch. Ihr habt mir das Leben gerettet. Oh. Jetzt haben wir doch die ganze Zeit das gleiche gefressen, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Guck mal, 4 Stück haben wir noch. So, die Pfanne mache ich dahin. Das Ding mache ich dahin. Chestnut. Wie sieht es denn hier drüben aus? Ist hier denn schon irgendwas mal? Das wächst einfach nicht. Warum wächst die ganze Scheiße hier nicht? Mann! Ja, komm, ein bisschen Spaß muss sein. Dann können wir jetzt hier weiterarbeiten gehen. Normalerweise sollten wir jetzt wirklich gucken, ob wir hier irgendwo noch NPCs finden. Wahrscheinlich im Umkreis von 1000 Kilometern nicht ein NPC-Dorf oder sowas. Und bevor wir das machen, sollten wir vielleicht erstmal einen Kompass basteln, damit wir wieder zurückkommen. Also, ergo, sollten wir erstmal unser Häuschen bauen. Ich kann dann auch gleich mal gucken, was wir mit dem, mit dem Fleisch von der Schafe machen können. Mal auch bestimmt gesalzen essen. Oh Gott, hier wartet noch viel Arbeit auf uns. So, hier müssen wir auch sehr, 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 sehr viel abgrabbeln, bevor wir mal mit unseren Häuschen anfangen können. Aber das macht ja nichts. Das seid ihr ja gewohnt. Also Kummer seid ihr ja von mir gewohnt. So. Irgendwie ist das dämlich, dass ich die ganze Zeit so am Rumkrabbeln bin. Mir kommt gerade eine bessere Idee. Ja, mir kommt gerade eine bessere Idee. Wir werden das Haus jetzt schon anfangen auf dieser Höhe hier. Ja, vielleicht gehen wir noch eine Runde. Eine gehen wir noch runter und dann fangen wir unser Haus an. Und alles, was hier drüber ragt, machen wir hier vorne auf Stützen drauf. Ist so oder so besser durch das Meer da unten. Am Meer wird normalerweise hochgebaut. Wegen Hochwasser. Dann passt das hier nämlich auch. So gute Ideen muss man nun mal haben. Oder wir bauen dann drumrum oder weiß der Geier was. Auf jeden Fall will ich hier nicht stundenlang graben müssen. Wir hatten da noch. Ne, haben wir keine mehr. Scheiße. Haben wir die auch schon verbraucht? So. Jetzt müssen wir erstmal hier die Erde abladen. Und ich mache eine kleine Pause. Sekunde bitte. So, und das war's mit meiner ganz kurzen Pause. Habt ihr gar nicht gemerkt, ne? Scheiße. Moment. So. Da brauchte ich jetzt keinen Schnitt machen. Komm, wisst ihr was? Wir machen jetzt die nächsten Schippen mit Eisen, damit die wenigstens ein bisschen länger halten. Voll die Eisenverschwendung, macht aber nichts. Und wir können auch Eimer machen, sehe ich gerade. Oder ist mir gerade aufgefallen, wir können jetzt auch Eimer machen. Ist die Zeit weitergelaufen? Nee, oder? Eigentlich? Doch, ist sie. Natürlich ist sie weitergelaufen, weil wir ja in der Kiste waren und ich keine Pause gemacht habe, ich Idiot. Okay, dann legen wir uns gleich schlafen, aber wir werden hier noch ein bisschen was abkrabbeln. Ach, guck mal, das geht doch schon gleich viel schneller. Da kann man das mal machen. Was ich nebenbei geguckt habe gerade, ich habe mir ein paar Rezepte angeguckt. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist,
ist, dass es hier auch noch Seaweed, also Seepflanzen gibt, woraus man sich Wraps machen kann. Beziehungsweise, das haben wir eben schon gesehen. Dann brauchen wir nämlich nur noch die Orange Pepper. Und dann haben wir immerhin schon mal eine 3-Food-Mahlzeit. So, und was ich auch gesehen habe, es gibt einen Komposter. Wenn ich jetzt nicht ganz auf den Kopf gefallen bin, dann sollte so ein Komposter doch dafür sorgen, dass man gute Erde bekommt, fruchtbarere Erde. Also werden wir den auf jeden Fall gleich mal austesten, bevor wir weitere Felder anlegen werden. Oder bevor wir dann hier an Land die Felder anlegen werden. Haben wir denn irgendwo noch eine Spitzhacke? Nee, Quatsch, die haben wir unter Tage, haben wir die kaputt gemacht. Fuck. Ich bin so blöd. So, dann legen wir uns jetzt mal schlafen. Mmh. Oh, endlich, nach so einem harten Arbeitstag muss mal geschlafen werden. Und 1, 2, 3. Ja, komm, machen wir nochmal 1, 2, 3. Welchen Sinn das hat, seht ihr jetzt. Und zwar die können wir schon mal verbinden. Zack, zack, zack und zack. Dann haben wir hier schon mal 2 Eimer und das nächste wird natürlich eine Spitzhacke für da oben sein. So. Und jetzt will ich mal gucken, dass ich mal den Komposter baue. Dafür mache ich jetzt mal den da. Wie ging der Komposter? So, jawohl. Das hier nehmen wir mal mit. Und jetzt brauchen wir eine Kiste. Eine Kiste. Da haben wir die Kiste. Die Kiste kommt, glaube ich, dort oben hin. Und dann einfach so. War das richtig? Nee, das war falsch. So, da haben wir den Komposter. Jawohl. Und wir machen gleich noch eine Kiste für die ganzen Blumen, die wir haben. Weil die Blumen, die möchte ich nicht wegschmeißen, da ich die hier noch verarbeiten möchte dann später. So. Zack, komm, die Blumen, die schmeiße ich jetzt erstmal dahin. Die Blumenkiste, wo mache ich eine Blumenkiste mal hinkommen? Die stelle ich hier hin, da. Das ist nicht die Blumenkiste. Eine Axt, da haben wir eine Axt. So, das ist der Komposter. Das hier ist die Chest, jawohl. Zack, und dann machen wir hier mal sämtliches Grünzeug rein. Saplings zum Beispiel. Saplings, halt, die nehme ich mal mit. Weil jetzt geht's darum rauszufinden, hier Green Leaves können wir da reinmachen, das können wir da reinmachen, das können wir da reinmachen. Hier haben wir nochmal Blackberry, die heben wir auf, genauso wie Candleberry. Da haben wir nochmal Blümchen, hier sind Blümchen. Dann werde ich jetzt nämlich gleich mal anhand der Saplings gucken. Hier, das Boxwood behalten wir auch mal. Den Komposter, wo stelle ich den denn mal hin? Hier hinten, ne? Schön in die letzte Furzmulde reingestellt, das Ding. Nee, komm, den behalte ich mal mit da unten. Den kann ich ja immer noch umstellen. Das Ding ist... Du kommst auch mit. Das Ding ist mit dem Komposter. Wenn ich das richtig gesehen habe, funktioniert er wie ein Ofen. Nur, was kriegen wir da raus, ist die Frage. Komposter. Was? Funktioniert scheinbar doch nicht wie ein Ofen. Was? Was? Das kann man nicht da reinmachen, aber die Saplings kann man da reinmachen. Birken-Saplings sind mir jetzt in erster Linie scheißegal. Hier, Holz kann man bestimmt auch da reinmachen, oder? Jawohl, Holz könnten wir auch da reinmachen. Und dann will ich mal gucken, was dabei rumkommt. Ah, Composting, 1%. Da muss man auch auf die Temperatur achten da drin. Ach du fuck. Naja, komm, lass es einfach mal kompostieren. Und dann bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Wenn es ein normaler Dirt rauskommt, ärgere ich mich in Grund und Boden. Also wollen wir einfach mal hoffen, dass was anderes bei rauskommt. Die Temperatur achten. Boah, das wäre scheiße, auf die Temperatur zu achten die ganze Zeit. Vor allen Dingen habe ich keine Ahnung, wie wir der Temperatur entgegenwirken. Also beim richtigen Kompost muss man ihn mischen, aber wie soll man denn da drinnen mischen? Ich habe keine Ahnung. Ich wäre auf jeden Fall schon mal glücklich, wenn dort Dings rauskommen würde. Fruchtbare Erde oder Dünger. Düngemittel wären richtig geil. So, den Zeppling haben wir jetzt auch nochmal vom Wachstum gerettet.
Und ja, komm, wir sind erstmal noch genährt. Das reicht erstmal noch. Und als nächstes gucke ich mal, ob ich irgendwo Seaweed hier in der Nähe finde. Seaweed wäre natürlich super. Dann können wir immerhin schon mal das ganze Kuhfleisch, was wir haben, zum Wrap verarbeiten, sobald... Nee, Quatsch, wir brauchen ja immer noch Pepper dafür. Orangene Pepper. Warum es gerade Orangen sein müssen, verstehe ich nicht. Aber die Macher werden sich schon was dabei gedacht haben. So, die erste Schippe ist weg. So. Ach, nochmal richtig hinsetzen hier, Entschuldigung. Mein Mikro verschwindet gerade. Ich glaube, der Arm ist wirklich zu schwach für das Mikro, also von der, wegen Gewicht. Und die hier nehme ich auch noch weg und dann war's das hier, denke ich. Wobei, dann könnte ich die Ebene auch noch wegnehmen. Darauf kommt es jetzt echt nicht mehr an. Wie sieht's denn hier aus? 24 Grad hat er, 6% abgeschlossen. Okay. Das nehme ich mal so in Kauf. Und... Nee, komm, dann können wir hier eine Fläche draus machen. Ich meine, mit den Eisenspitzhacken geht das ja relativ schnell, Gott sei Dank. Eisenspitzhacken, sage ich. Mit den Eisenschaufeln geht das ja relativ schnell, hier den Scheiß abzukrabbeln. So. Nee. Zack, und hier vorne werden wir dann das noch wegmachen. Und so. Dann müssen wir den Stein dann noch entfernen. Und wenn wir den entfernt haben, dann haben wir hier unser Gebiet und können endlich mal anfangen zu bauen. Boah, ihr habt mit Sicherheit schon abgeschaltet. Das guckt sich doch kein Schwein mehr an hier. So. Ach, die können wir mal stehen lassen. Das ist recht interessant mit den Lianen, die da dran hängen. Die können wir dann später... Was war das denn? Die können wir dann später auch, mal gucken, dass wir die mit der Schere abbekommen. Und so ein bisschen verteilen hier, vor allen Dingen rundrum. So. Bettergrass. Dann habe ich ein Bettergrass aktiviert. Ach, warte mal kurz. Ich glaube, da sind Optifine drin, mittlerweile. Das heißt mittlerweile, ich weiß es nicht. Ich muss gestehen, ich habe Ewigkeiten kein Minecraft gespielt und eigentlich immer nur Vanilla. Bis auf eine Zeit lang halt dieses Pokémon, diese Pokémon-Mod, wo mir dann auch die Idee kam, das zu let's playen, aber ich weiß nicht, die Pokémon-Mod, die ist ein bisschen eigen, ist sie? So. Pokémon-Mod ist auf jeden Fall sehr eigen und ich weiß nicht, ob das gebunden hätte, ansatzweise auch nur, ob euch das Spaß gemacht hätte, dazu zu gucken. Und ich denke, diese Mod hier ist für ein Let's Play schon eher geeignet. Dann laufen wir hier mal ein bisschen im Kreis. Ich muss nur nebenbei mal ein bisschen die Uhr im Auge behalten, da ich heute eigentlich noch einen Termin habe. Und ich glaube, ich habe hier eine Höhle. Ist das Wasser hier unter mir? Hier ist Wasser. Ich dachte jetzt, hört da die Welt auf oder was? Das wäre jetzt natürlich übel gewesen, wenn da so ein riesen Loch jetzt einfach nur noch hier drunter wäre. Aber Wasser ist in Ordnung. Wasser kann man mal machen. So. Sammeln wir erstmal die Erde wieder ein. Ja, wir können als nächstes, glaube ich, eine Dreckkiste anlegen. Noch zusätzlich. Andererseits könnte ich doch mal gucken, ob ich vielleicht Erde auch durch den Komposter jagen kann. Aber ich glaube nicht. So, Erde. Dirt. Nee, Dirt kann ich nicht dadurch jagen. Schade. Schade, würde ich sagen. So, komm. Da für Erde können wir gleich eine große Kiste anlegen. Weil Erde bekommen wir auf jeden Fall immer. Und das nicht wenig. Freut ihr eigentlich schon darauf, wenn ich die Scheiße dann hier hinterher einsortieren werde? Hm? Freut ihr euch schon? So, ein Stack hebe ich auf. Was wollte ich jetzt machen? Genau, ich brauche 2 neue Schüppchen. Habe ich noch... Nee, habe ich nicht mehr. So. 2 neue Schippen für Papa und weiter geht's. Ach halt, bevor es weitergeht, muss ich noch ein bisschen Grünzeug hier abladen. Und zwar das, das, das.
Keine Ahnung, was das sein soll. Sieht aus wie ein Pilz. Ist aber scheinbar keiner. So. Dirt. Dirt behalten wir. Hier ist noch eine Blume. Da ist noch so ein Ding. Ja, und so bleibt es auch ein bisschen übersichtlicher. In unserer Tasche. Wie wird es jetzt schon... Alter, wie schnell es hier dunkel wird. Hier wird es... Ich habe echt das Gefühl, dass es hier durchgehend dunkel wird. Legst du dich mal hin und schon ist es wieder dunkel. Fick dich. Da springe ich nicht rein. Ich bin heute schon mal in ein Loch gesprungen, das mir das Leben zur Hölle gemacht hat. Nein, eigentlich hat uns dieses Loch gerettet. Zumindest zum Teil gerettet, da wir dadurch Eisen gefunden haben. Dadurch können wir dann nämlich mal ordentliche Felder gleich anlegen. Sind die schon fertig? Ja, Erdbeeren. Erdbeeren. Wir haben Erdbeeren gefunden. Was haben wir hier? Die sind noch nicht fertig, noch nicht mal ansatzweise. Das müsste Lauch, sein hier. Das ist schon mal fertig. Das hier dauert alles noch ein bisschen. So. Wie sieht es hier mit denen aus? Die brauchen auch noch eine Weile. Aber immerhin haben wir jetzt schon mal 7 Erdbeeren gefunden. Alter, leck mich doch am Arsch. Können wir die weiter einpflanzen? Da will ich nicht drauf springen. Ja, wir können die Erdbeeren weiter einpflanzen. So, dann haben wir... Machen wir uns eine kleine Erdbeerzucht. Dann werden wir von Erdbeeren leben, würde ich sagen. Und wir müssen dann gucken, was machen wir mit den Erdbeeren. Erstmal essen. So, 2 Erdbeeren gegessen. Wie sieht's hier aus? 33%, 33 Grad. Das ist, denke ich, alles im Rahmen. Es wird sich noch nicht gleich entzünden. Ich weiß auch gar nicht, ob sich das hier heute, vor allen Dingen heute, nur heute. Nein, ob sich das hier im Allgemeinen entzündet, das weiß ich nicht. So, was ist das hier? Read. Keine Ahnung, was Read sein soll. Auf jeden Fall hat sie es jetzt erstmal ausgeredet. So, nee, komm, das hier können wir so machen. Ja, das können wir so machen. Und dann nehmen wir jetzt die Schicht hier noch ab. Und wenn die Schicht weg ist, fangen wir langsam mal an mit unserem Häuschen. Und dann werde ich wahrscheinlich feststellen, dass hier ist viel zu klein für das, was ich geplant habe. Also viel zu wenig Platz für das, was ich hier geplant habe. Ich dachte schon, das könnte ich jetzt auch so abgrabbeln. Ach, wäre das toll gewesen. So. Also viel zu wenig Gebiet für das, was ich geplant habe. Alter, ist das geil. Mit diesem Wasser hier drunter. Ich überlege gerade, ob ich damit noch was anfangen könnte. Aber ich glaube eher nicht. Vor allem wird das Probleme geben, dass... Probleme wird es nicht, das zuzubauen. Sondern ohne sich auf die Fresse zu legen, hier drumherum zu kommen. So. Ja, das ist ein bisschen doof da. Ich habe die Berge, die ich hier gewählt habe. Ich finde das ja so geil, dass wir hier in dieser... Ne, dass so viel Berg um uns rum ist. Und vor uns das Meer oder zumindest ein See. Ne, könnte das Meer sein. Dadurch haben wir aber kaum Sonne hier. Weil die Sonne verschwindet da schon wieder. Und bis sie hier erstmal drüber ist, ist es da schon wieder bald weg. Da müssen wir, muss ich mir vielleicht mal was einfallen lassen. Ich denke mal, das könnte auch mit der Grund sein. Ach, ohne uns auf die Fresse zu legen, ist das so einfach. Bla 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 bla. Du bist schuld. Das habe ich jetzt einfach mal so beschlossen, dass du schuld bist. Da einer schuld sein muss. Streit es nicht ab, einer muss es sein. Was wollte ich jetzt sagen? Fuck, das war zu weit, ich Idiot. So. So. Naja, komm. Den einen kann ich noch weglassen. Der jetzt wieder rausgebrochen ist. Das ist ja scheißegal, soweit.